Ja, eigentlich muss man allen irgendwie auch ein Kompliment machen. Ich finde, die haben ein klasse Spiel gezeigt. Ja, da ist einfach wahrscheinlich, wie es so im Fußball ist, wenn man unten steht, dann gehen die Dinger vorne nicht rein. Und ja, wir machen natürlich vorne, ich weiß nicht, wie viele Chancen das wir gehabt haben, aber machen aus den wenigeren Chancen 4 Tore. Das ist natürlich, aber man muss schon ein Kompliment sagen an die allen Mannschaft, haben eine gute Leistung gezeigt. Umso bitter, dass sie jetzt abgestiegen sind. Danke. Ja, total euphorisch. Den kann jeder nachempfinden. Letzte Woche Klassenhalt klar gemacht und heute das Spiel. Ich glaube, das war ein Derby. Und wir sind natürlich endlos glücklich, dass wir es gewinnen konnten. Und ja, das ist natürlich dann eine perfekte Saison. Ja, es war Derby und Pokalcharakter, weil der VfR eben um Klassenerhalt gekämpft hat. Da war, Drin hat es vorher schon prophezeit, wenig mit Taktik. Da ging es um Willen und Einsatz. Und ja, auch das Quäntchen Glück, dass wir eben 4 Tore machen, der Gegner nur 2. Ich denke, man kann schon sagen, es war teilweise wild und rassig. Aber wenn der Ausgang so ist, dann gehst du auch als Torwart mal ganz glücklich, obwohl wir 2 Gegentore bekommen haben aus dem Spiel. Ja, es war natürlich schon Wahnsinn, wo wir rausgekommen sind zum Warmmachen, da die rote Wand zu sehen, war natürlich schon ein super Gefühl und pusht dann auch nochmal. Ja, es gibt nur, man kann nur sagen, ein großes Dankeschön wieder für die Unterstützung, auch für die zahlreiche Unterstützung heute, das war ja schon phänomenal. Aber ich glaube, man kann auch sagen, dass die Mannschaft auf dem Platz, auch wenn es nicht immer alles perfekt lief, aber mit viel Wille, mit viel Leidenschaft zurückgegeben hat und im Endeffekt steht ein Sieg und ja, wir haben es geschafft, uns für die Hinspielniederlage auch zu revanchieren. Ja, man muss es ja jetzt erstmal sagen, klar, wir wünschen uns genauso einen Sieg hier, haben uns heute im Vorfeld auch einen Sieg gewünscht, genauso wie die Fans auch, aber du hast nie eine Garantie. Wir wollten es angehen wie die letzten Wochen, wir haben letzte Woche wieder richtig gut in die Spur gefunden und ja, ich glaube, heute haben wir gesehen, dass wir auch wieder was vielleicht Anfang des Jahres auch ein bisschen gefehlt hat, die Kaltschnäuzigkeit vom Tor, wir haben nicht so viel Chancen gehabt, aber machen 4 Tore und ja, wenn du 4 Tore machst, dann reicht es meistens zum Sieg und heute waren wir einfach richtig effektiv und ja, natürlich freut es uns, dass wir das Spiel hier gewinnen konnten und die Fans natürlich umso mehr und ja, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Grund zu feiern und es sieht aus, dass wir das Jahr wirklich auf einem sehr guten Platz auch abschließen können, aber ein Spiel haben wir natürlich noch. Ja, ich denke, man hat uns angemerkt in den ersten 10, 12 Minuten, dass wir hier heute nichts herschenken wollen, haben die Anfangsphase kontrolliert. Der Gegner ist sehr, sehr tief gestanden, hat die Räume eng gemacht, hat eine erste Chance durch Philipp Heise, Standardsituation, als er, glaube ich, den Pfosten trifft. Und dann kommt es zum 1-0. Wir verlieren den Ball, machen ein blödes Faustspiel an der Seitenlinie, sind nicht aufmerksam und liegen 1-0 hinten. Und dann, ja, 15 Minuten hat nur der VfR gespielt, hat 2, 3 richtig gute Kontermöglichkeiten gehabt, das 2-0 zu machen. Und glücklicherweise haben wir es dann geschafft, vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag das Spiel zu drehen. Allerdings war es dann so, dass alles, was wir besprochen haben dann in der Halbzeit, mit dem Anpfiff nicht auf dem Platz war. Unser Defensivverhalten, das war wirklich nicht gut. Wir haben dem Druck nichts entgegensetzen können. Der VfR hat unheimlich viele Torchancen gehabt, folgerichtig auch gleich das 2-2 gemacht. Aber ja, wir kennen das. Wir haben viele solche Spiele gehabt in der Form, wo wir so ein Spiel verloren haben. Und wir waren auf der anderen Seite dann zum richtigen Moment da. Elfmetersituation zum 3-2, dann natürlich noch das 4-2. Ich denke, es war ein überaus glücklicher Sieg. Es wird aber wahrscheinlich heute auch keiner hören. Natürlich freuen wir uns, dass wir heute das Derby gewonnen haben. Nach der Niederlage 1-0 im Herbst wollten wir das auch unbedingt schaffen. Das ist uns gelungen, aber ja, wie gesagt, ob das heute verdient war, das möchte ich nicht beantworten. Es war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und deswegen weil ich da gar nicht so sehr auf die Leistung von uns eingehen. Dankeschön. Ja, sehr, sehr weit weg. Ja, meine Seelensituation ist absolut unwichtig. Es geht ja hier um den Verein und um die Spieler. Und ja, wenn die 2 Punkte nicht zurückkommen, wovon ich gerade im Moment noch ausgehe, dann wird es heute der Abstieg gewesen sein. Und das ist dann schon bitter, gerade auch, weil ich glaube, wie auch heute so ein bisschen das Spiegelbild ist für die komplette Saison, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, dass Frank das genau analysiert, nicht gut reingekommen, wobei wir auch ein bisschen tiefer stehen wollten, um halt einfach auch die Konterqualität des Gegners so ein bisschen auch dann rausnehmen wollten damit und selber auch kontern wollten und das ist eigentlich aufgegangen. Ein bisschen glücklich natürlich das 1-0 und das hat so über die Karten gespielt und dann hatten wir eigentlich so den Punch. Wir müssen dann das 2-0 machen, machen das 2-0 halt nicht und ja, kriegen durch wir wollen den Ball wegschlagen, Leandro wird dann geblockt und dann fällt er halt Schnatterer wieder vor die Füße. Das ist dann auch
weiß nicht, was Pech ist oder weiß nicht, also es ist dann auch ganz dumm gelaufen in der Situation. Dann war Heidenheim wieder da und dann machen sie halt dann das 2-1 durch eine Klasseaktion von Niederlechner, der nicht umsonst einer der besten Stürmer der Liga ist, hat er in der Situation noch gezeigt. Und dann denkst du eigentlich, wir brechen weg. Und wir brechen halt eben nicht weg. Wie die komplette Saison, wir sind sofort wieder da. Auch unsere Ansprache, die hat dann was bewirkt und haben dann nach 20 Sekunden eine Riesenmöglichkeit gehabt mit Dominik Drexler und Jürgen Jasula und ja, das Gefühl gehabt, jetzt brennt es nochmal und machen dann erfolgreich das 2-2 und haben viele Möglichkeiten, die wir herausgespielt haben, gerade wenn wir über die Außenbahn durchgebrochen sind, wo es aber dann in der letzten Konsequenz dann einfach dann auch nicht gepasst hat, wo dann final wir dann doch zu ungenau gewesen sind im Torabschluss oder halt in der vorfinalen Situation. Ich glaube, dann so die erste Offensivaktion war dann der Elfmeter. Ich glaube, vorher war dann Heidenheim, glaube ich, nicht mehr so zwingend nach vorne. Und auch das dann wieder, ne? Dann der Gegner dann, wir haben es dann gut gemacht, haben dann viel Personal nachgeschoben beim Konter und dann haben wir uns da auch nicht so schlau angestellt. Elfmeter gegen uns, 3-2. Und selbst danach, ja, hat die Mannschaft sich nicht aufgegeben, hat weiter viele Möglichkeiten gehabt. Aber ja, ich lese hier 27 Torschüsse. Das ist natürlich eine ganze Menge und ja, haben uns nicht für unseren Aufwand belohnt. Und Heidenheim hat es dann clever auch gemacht. Wir haben dann die Konter gefahren, gut gefahren und sind dann Rückpässen nachgegangen. Und das 4-2 dann bezeichnend dafür für das gesamte Spiel. Ein bisschen unglücklich für uns, aber so laufen die Spiele dann einfach. Ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter. Ja, wenn wir dann absteigen sollten, ich hätte gerne mit der Mannschaft noch in der Konstellation noch ein Jahr gearbeitet, weil ich glaube einfach, dass da viele Spieler mit dabei sind, die einen Quantensprung gemacht haben in ihrer Entwicklung. Da hätte es der zweiten Liga gut gewesen, wenn wir in der zweiten Liga geblieben wären. Und deswegen, ja, sehr, sehr bitter. Und ja, müssen wir uns schütteln jetzt und versuchen wir kommende Woche dann Normalität irgendwie reinzubringen und dann halt gegen Nürnberg nochmal alles rauszuhauen. Das sind wir dem Verein schuldig, sind wir den Fans schuldig und das sind wir uns auch schuldig. Dankeschön.